Wir könnten hier gleich in den Tunnel übergehen. Wo bist du denn hin? Da hoch. Wenn ich hier etwas aufschütt. Okay, ich glaube, das war zu viel, aber wenn wir sagen, vielleicht so, dann ist die Straße hier weg. Wir können ja sagen, wir schütten so viel auf. Was haben wir da? Wir haben, ich glaube, ich habe plus 42 Meter. Das haben wir gleich, ja, dann hätte ich hier oben auch gleich ausbauen müssen. Aber ich denke mal, 240 Meter wird fürs erste Mal reichen. So, wie ist denn der jetzt? Nee, Mini, wie ist der denn jetzt gebaut? Ich glaube, da sollte ich mich erstmal. Das soll ich jetzt mal so bauen und zwar dort andocken. Okay, da schlägt mir das Spiel hier eine riesen Brücke vor. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wir gehen mal bis hier. Nehmen dann hier die Brücke. Schneller kann eh kein Güterzug. Und würden dann hier wieder hoch. Kollision bei der Terre-Angleichung. Okay, probieren wir mal das Parallelgleis. Ich will mich eigentlich verarschen. Hä? What the f? Okay, gut, schnell bauen, bevor es nicht mehr geht. Okay, so rum. Wenn ich so rum baue, bekomme ich eine. Hä? Okay, ich bekomme einen Fehler. Weil. Kann mir niemand sagen, oder? Okay, dann machen wir noch schnell auf Hochgeschwindigkeit. So, dann müssen wir nach hier hinten. Dort baue ich auch mal gleich einen Bahnhof. Schließen wir den hier an. Geht nicht. Schließen wir ihn eben so an. Den machen wir auch noch schnell auf Hochgeschwindigkeit. Ja gut, man muss auch noch auf Anwenden klicken, logischerweise. So, und jetzt können wir dem Höhenprofil entlang bauen. Dem Höhenprofil entlang. Dann
muss hier vielleicht einen Tunnel hin. Komm, mach einen Tunnel. Geht nicht. Machst du mir nicht. Machst mir keinen Tunnel dahin. Ja, dann reißen wir das nicht mehr ab. Machen dann hier. Machen wir hier so, gehen da durch mit einem lieben Tunnel, was wir heute ja fast kaum verbaut haben. Okay. Warum baust du nicht einfach anders? Wenn wir das nun da anschließen, entsteht ein Tunnel, der aber nicht geht. Um es eben so. Okay. Geht nicht. Jetzt muss ich gucken, welches Gleis wir hier haben. Okay, geht nicht. Okay, da brauchen wir aber einige Züge, einige schnelle Züge da drauf. Am besten nehmen wir da die BR-103. Ich weiß, das ist, glaube ich, im Normalfall keine Güterzuglok. Aber die ist schnell. Okay, kann man lassen. So, Signale brauchen wir im Grunde, naja, schon ein paar, aber es kommt drauf an, wie viele Züge wir hier drauf schicken müssen, damit wir einigermaßen viel Bretter an unserer Fabrik haben. So. Da kommt natürlich ein Sinn. Und das müssen wir jetzt halt beobachten, wie es sich entwickelt. Ob wir hier zum Beispiel noch ein Signal mehr brauchen oder nicht, das können wir dann schauen. Aber die Strecke braucht mindestens 6, wenn nicht 7 Züge. Ich würde sogar fast eher zu 8 tendieren. Von hier bis hier 4 und von hier bis hier auch 4. Aber wir probieren es mal mit 7, würde ich mal sagen.
Oh, da hätte ich mich gefragt, warum geht die Linie nicht? So, machen wir die auch gleich fertig. Die würde hier hinten starten. Au-Anbau. Wir haben eine Stadt, die heißt Au. Aha. Alles klar. So, Zwitzus, kriegst du noch das Signal als Wegpunkt. Das wäre dann Holz. Ritter Güdorf. Da hinten könnten wir dann auch ein Depot hinsetzen. Und ich mache jetzt mal aus Spaß dieses Signal weg. Und das auch. Oder ich setze einfach hier eins rein, damit der Zug Abstand bekommt. Ach, was mache ich denn? So, die fährt 200. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auch... Ne, wir haben nur 160. Wir haben gar keine Güterwagen, die 200 können. Ja, wäre ein bisschen unrealistisch. Aber 160 kriegen wir schon mal hin. So, die müssen wir auf automatisch lassen. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mit der hier von dran. Also 3, 4, 5, 6. Wir nehmen jetzt einfach mal 6 Stück und die kommt auf Holzbretter Küdorf. Gut, und dann brauchen wir natürlich noch eine Linie, die uns das alles verteilt. Die Brücke ist jetzt etwas blöd geworden. Oh ja, auch wieder unsere Weiche. Wie kann die Steigung zu groß sein, bitte? Hä? Hä, ich habe das Ding eben gemacht. Wie kann das Ding jetzt zu... Oh, ich habe es eins nach unten gemacht. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Ich dachte, ich habe es eben gemacht. So kann man sich täuschen. Wenn ich jetzt versuche, das hier anzuschließen, ist der Bau nicht möglich, weil wahrscheinlich diese Kreuzung hier zu dicht darauf liegt. So, Kollision bei der Terrainangleichung war mir schon irgendwie fast klar. Machen wir das mal so. So, dann müssen wir hier weiter. Dann könnten wir hier auch in den Tunnel gehen.